Raus, ich will nichts hören. Zu Recht. Ich bin ein Arsch. Ich meine, ich war ein Arsch. Ich bin bekehrt. Ich bin ein besserer Mensch. Tim 2.0. 2.0? Du meinst eher 0.2. Aber das Arschgesichtbild wird hier aufgehängt. Ich muss mich ändern. Definitiv. Ich will keine Affären mehr. Ich brauche die eine oder keine. Wow, das ist ja jetzt mindestens Tim 5.0. Ich mein's ernst. Mit jeder Affäre geht ein Teil von mir verloren. Das heißt, jetzt erstmal keine Dates mehr? Doch. Vielleicht kennst du sie ja. Sie ist mein allererstes Date. Jasmin. Respekt. Sie hat mir alles erzählt, was sie durchgemacht hat. Was ich alles durchmachen werde. Und es ist tatsächlich genauso gekommen. Sie ist wie mein... Warte, ich weiß. Dein Padawan. Wow, 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 wow. Ich bin ihr Padawan. Ich bin ihr Schüler. Sie ist mein Meister. Meisterin. Und du triffst sie, weil... Ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Tu doch einfach mal nichts. Nichts? Laura, ich habe das Gefühl, mich zu verlieren, mich in Luft aufzulösen. Ich kann nicht einfach nichts tun. Ich muss wissen, was als nächstes kommt. Erst dann weiß ich, was ich zu tun habe und sie wird mir den Weg weisen. Falls nicht, werde ich belanglosen Sex mit ihr haben. Ja. Wofür war das denn? Ich war nicht immer ganz so brav. Okay, ich habe mich daneben benommen. Phase 3 des Single-Daseins. Kompensation. Kompensation? Mhm. Emotional bist du noch nicht bereit, eine neue Beziehung einzugehen. Deshalb hast du hier und da was Unbedeutendes. Deine Traumfrau könnte vorbeikommen. Oh, Scheiße. Laura, kann ich einen Lappen haben? Du würdest sie nicht erkennen. Es ist genau das, was ich erlebt habe. Das erklärt auch meine innere Leere. Innere Leere? Wow, wie viele Affären hattest du denn? Boah, das weiß ich nicht mehr. Am Anfang habe ich nur mitgezählt, aber dann war's Wurst. Wie viele Phasen kommen denn noch? Es folgt Phase 4. Die Suche nach der Traumfrau. Du hast Sehnsucht nach etwas Festem. Natürlich soll es die große Liebe sein. Aber die kommt nicht. Dann überspringe ich die Phase einfach. Dein Schicksal ist vorbestimmt. Die Macht wird dich durch alle Phasen führen. Du meinst, egal was ich tue, ich habe keinen Einfluss drauf, was kommen wird? Nein. Aber du hast in der Hand, wie du damit umgehst. Es war wichtig, zu trauern und wütend zu sein. Das Austoben war auch wichtig. Und genauso wichtig ist jetzt die Erkenntnis, dass es nie wieder so wird, wie es mal war. Und was kommt dann? Phase 5. Verzweiflung und Resignation. Du hast das Gefühl, nie jemanden zu finden. Du gibst auf und bist tief in dir nicht mehr bereit, jemanden kennenzulernen. Ich werde nie wieder jemanden kennenlernen? Doch. Phase 6. Du lernst dich selbst kennen. Ich lerne mich selbst kennen? Ja, du wirst lernen, dich selbst zu lieben. Auch deine dunkle Seite. Okay, meine dunkle Seite habe ich kennengelernt. Und ich glaube, dass für alle das Beste ist, dass sie niemals zum Vorschein kommt. Nur weil du etwas ignorierst, geht es davon nicht weg. Wenn du deine dunkle Seite nicht kennst, dann ist sie unberechenbar. Deswegen darfst du sie nicht verleugnen. Denn früher oder später kommt sie zum Vorschein. Akzeptiere deine Schattenseite. Denn dann eröffnet sich dir eine neue Dimension der Selbsterkenntnis. Und damit eine neue Beziehung. Jasmin. Alles okay? Wie man's nimmt. Ich habe Angst vor meinem nächsten Date.
Und wer ist es? Ich treffe meine dunkle Seite. Hast du mich auch vermisst? Komm nicht auf die Idee, ihr zu erzählen, dass du die Nächte wegen ihr durchgeweint hast. Sag, wie sehr du sie vermisst. Finger weg.